Ja, schönen Abend zusammen. Wir haben heute eine besondere Veranstaltung, etwas außerhalb unseres, sagen wir, normalen, doch mehr an den Inhalten orientierten Rahmen. Deswegen freue ich mich, dass trotz der Ablenkung draußen, die ja auch wirklich sehr attraktiv ist, draußen der Weihnachtsmarkt, muss man ja auch mal was erwähnen, wie schön das da draußen ist, aber dass trotzdem heute doch eine ganze Menge Leute gekommen sind, freue ich mich sehr. Und, nichtsdestotrotz gibt es ja doch immer was am Himmel zu sehen, das kann ich einmal nicht lassen, auch nochmal darauf hinzuweisen, was man momentan sieht. Der eine oder andere hat vielleicht von den Geminiden was gesehen heute Nacht, heute Morgen. Waren eigentlich, sollte das Maximum sein, also ich habe mal rausgeschaut, immerhin eine Sternschnuppe habe ich sehen können, eine, gut, innerhalb von 10 Minuten ungefähr. Die Geminiden mit dem Radiant von den Zwillingen sind ja relativ langsam und doch eigentlich so wirklich wie Tränen kommen sie am Himmel runter. Das geht auch noch ein paar Tage weiter. Angeblich soll es so sein, dass die helleren zum Ende dieses Maximums kommen, also durchaus, wenn es noch ein bisschen klar ist, vielleicht selbst durch Zirren durch, mal probieren, vielleicht findet sich doch noch was am Himmel. Ja, und dann gibt es noch einen Komet, haben Sie vielleicht auch gehört, der Komet Catalina ist momentan zu sehen, ein Feldstecherobjekt und auch was für Spezialisten, also das ist nicht so einfach. Da würde ich Sie ein bisschen vorwarnen davor, auch wenn Sie davon was lesen, Sie werden das nicht so einfach sehen, aber es ist vielleicht gar nicht so schwierig, den zu fotografieren. Das könnten Sie durchaus probieren. Gut, jetzt zu unserem Ablauf heute Abend. Heute Abend steht im Zentrum die Sternwarte in Karlsruhe, oder die vielleicht hätte mal werden dürfen, oder das, was davon übrig geblieben ist. Also verschiedene Aspekte, die auch sich beziehen auf die Wissenschaftsgeschichte, die mit Karlsruhe auch verbunden ist. Karlsruhe hat das 300-jährige Jubiläumjahr gehabt. Es gab die Effekte im Schlossgarten, da waren wir ja auch präsent und haben auf die Sonne geschaut, H-Alpha-Eruptionen, Protuberanzen gesehen mit unseren Filtern und auch Sonnenflecken. Aber die Wissenschaftshistorie geht ja weiter zurück, auch weiter als Hertz hier aktiv war. Das geht noch weiter bis eben und knüpft an, ja, noch an die Geschichte des Ende des 17., 18. Jahrhunderts an. Und davon haben wir ein Relikt und wie dieses Relikt nach Karlsruhe letztendlich gekommen ist, das wird Jürgen gleich erzählen. Nachdem wir aber noch begrüßt werden, da freue ich mich insbesondere, dass wir zwei ganz verschiedene Richtungen auch heute haben, nämlich einmal ein bisschen mehr aus der hier von den allgemeinen Museums Seite, Unterstützungsseite, aber auch von der Politik, nämlich Johannes Stober vom Landtag, der aber auch gleichzeitig Vorsitzender des Freundeskreises des Naturkundemuseums ist. Und auf der anderen Seite von der harten Wissenschaft oder von der echten Wissenschaft, kann man sagen, und die ganz mit großen Instrumenten und weit hinaus auch ins Weltall auch beobachtet, am KIT direkt, nämlich Professor Blümer. Beide möchten wir herzlich heute begrüßen, schon mal. Ja, und jetzt möchte ich ein erstes Grußwort gleich mal Johannes Stober geben, der uns ein bisschen einführt, sagen wir, in die, welche Rolle solche Museen auch spielen können, wie auch immer. Es sind verschiedene Sachen, die er uns handelt. Ja, sehr geehrter Herr Rettmann, lieber Thomas, seien noch ganz herzlich sehr geehrter Herr Stadtrat Erik Wohlfeil, sehr geehrte Damen und Herren, von meiner Seite erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Es ist ja in jedem Fall ein spannendes Thema und ich habe mir gerade eben die Gedanken gemacht, eigentlich ist der schon allein der Titel relativ mutig, wie Karlsruhe beinahe eine Sternwarte bekommen hätte. Ich habe immer gedacht, ihr habt eine auf dem Max-Planck-Gymnasium, der Hausherr, der Direktor, der Herr Müller ist ja auch da. Jetzt da oben sogar noch, das hätte ich mir nie getraut zu sagen, wie Karlsruhe beinahe zu einer professionellen Sternwarte gekommen wäre, als ob ihr unprofessionell wärt. Das würde ich mir auch nie getrauen zu sagen. Aber wir haben auf jeden Fall ein hochspannendes Thema heute und ich bin auch schon sehr, sehr interessiert. Wo wir das erste Mal noch mal vor ein paar Tagen noch mal Kontakt miteinander hatten, war für mich dann erstmal die Frage, das Ganze ist ja von unseren Vorfahren, von dem Haus Baden. Für mich kam als erstes dann die Frage auf, badische Kulturgüterstreit vor 10 Jahren, warum war denn das Ding nicht strittig? Wo hätte das denn hingehen? Ich glaube, ich habe es für mich beantwortet, aber es war die erste Frage, die sozusagen auf mich dazu kam, warum war das nicht in dieser riesengroßen Streitmasse, über die wir vor 10 Jahren in Karlsruhe diskutiert hatten. Aber ich glaube, wir kommen vor vielerlei Hinsicht, können wir uns heute auf einen sehr interessanten und sehr spannenden Vortrag freuen. Als Vorsitzender der Freunde des Naturkundemuseums freue ich mich natürlich besonders, dass eure Vorträge ja regelmäßig hier sind, dass ihr sozusagen euch bei uns zu Hause fühlt, natürlich auch in Ruppur, Max-Planck-Gymnasium zu Hause fühlt und ist, glaube ich, ein sehr gutes Miteinander, zumal wir ja auch die gleiche Zielgruppe ansprechen. Wir wollen Menschen, auch verstärkt junge Menschen, natürlich für Wissenschaft und Technik begeistern, hier für die Naturkunde, bei euch für die Astronomie. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und daher ist, glaube ich, diese Kooperation auch sehr, sehr passend, auch mit dem Naturwissenschaftlichen Verein hier in Karlsruhe, der gerade sein 175-jähriges Jubiläum feiert. Und wir hatten, ich erzähle jetzt einfach mal so, wo wir unsere letzte Vorstandssitzung am Freitag hatten, standen wir ein bisschen dann draußen noch auf dem Weihnachtsmarkt und haben dann mal drauf geguckt. Und gesagt, da war doch eigentlich mal eine Kuppel drauf. Und haben wir über die Veranstaltung diskutiert, da könnte man doch auch entsprechend was unterbringen. Und manchmal war der Denkmalschutz ja so hart, jetzt ist das gerade unten beim Windfang und beim anderen Themen, beim Umbau. Eigentlich könnte man ja, das wäre doch richtig passend, wenn man da jetzt die Anforderungen wieder einbringen würde. Man würde da die Kuppel draufsetzen und es wäre ein gutes Zuhause dann auch für euch. Wenn ich mir das genauer überlege, passt es glaube ich nicht, weil eines der großen Themen ist ja auch Lichtverschmutzung. Und wenn ich mir den Christkindlesmarkt gerade da draußen angucke, ist das glaube ich eher so eine, erstmal nur so eine Fantasieidee gewesen. Aber ich glaube, dass ihr wichtige Arbeit macht und auch die Tatsache, dass, so wie es in der BNN heute gelesen habe, rund 25 Leute jedes Mal zu den Veranstaltungen kommen. Und wenn man das auf die ganze Zeit sich anschaut, dann glaube ich, dass auch viele Menschen das schon erfahren haben, die Möglichkeiten, die man bei euch mit dem Fernrohr da in Ruppur am Max-Planck-Gymnasium hat. Ich habe es bisher zeitlich noch nicht geschafft. Ich hoffe, wir kriegen das schon noch hin. Aber für mich war gerade so als Kind 15, 16, 17 Astronomie auch ein hochspannendes Thema. Hat damals auch das eine oder andere Buch über die Planeten, Sternenhimmel und so weiter gelesen gehabt. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Könnte man auch mein Wissen mal wieder ein bisschen updaten und auffrischen. Und ich glaube, das ist insgesamt gut, dieses Engagement, und es ist wichtig, dieses Engagement den Leuten mit großer Freude und Begeisterung dann auch an Naturwissenschaft und Technik. Das muss in der Schule passieren, deswegen gibt es natürlich auch Diskussionen über den neuen Bildungsplan bei uns, in den Freunden des Naturkundemuseums auch. Ich weiß, bei der AVKA auch entsprechend, und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass das Thema sozusagen mit großer Begeisterung und mit großer Freude auch betrieben wird, und deswegen freue ich mich auch über einen sicherlich spannenden und auch haptischen, praktischen Vortrag. Und das ist ja auch, was man sehen kann, was man gucken kann oder wo man mal nicht gucken kann, wenn eine Sonnenfinsternis ist, ja was, was man sieht. Es ist ja nicht nur irgendwas Theoretisches, sondern es ist ja da, die Himmelskörper sind ja da. Und dann, wenn große Ereignisse sind, ein Komet oder wieder irgendeine eine Sonde, die irgendwo, kriegt man ja auch ganz tolle Bilder, ne? Und die Frage, gibt es irgendwo anders noch Leben? Dann auch die Diskussion jetzt um eine möglicherweise bemannte Mars-Mission. Ich glaube, ich habe die damals vor 30 Jahren selbst interessiert und spannend in diesen Büchern gelesen. Jetzt wird es möglicherweise aktuell. Also ein hochspannendes Thema. Ich freue mich auf den Vortrag, auf die Veranstaltung. Ich denke, Sie auch. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke, Johannes Stober. Eine sehr, sehr schöne Einführung, glaube ich, in unsere Aktivitäten, die wir machen. Und jetzt würde ich gern Professor Blümer bitten, mal die andere Seite noch zu erläutern oder Anregungen. Naja, lieber Herr Rettmann, meine Damen und Herren, lieber Herr Stober, erinnern Sie sich, das ist schon die zweite Veranstaltung, wo wir ein Grußwort zusammen sprechen.
auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Ja, das Timing des heutigen Abends ist gar nicht schlecht. Zwischen dem KIT-Senat und diesem Grußwort war perfekt Zeit, auf dem Weihnachtsmarkt einen Bratwurst zu essen. Das war nicht sicher. Der KIT-Senat hat zwar eine beabsichtigte Endzeit, aber manchmal ist der Diskussionsbedarf ungeheuerlich. Ja, Astronomie ist eine ganz alte Wissenschaft. Es ist auch gar nicht so unverständlich, warum. Man schaut nach oben und fragt sich, was ist es eigentlich? Wo ist es? Heute verschiebt sich vielleicht der Schwerpunkt der Fragestellung mehr in Richtung, wie funktioniert das da, was wir sehen? Wir haben ja schon eine Vorstellung davon, was es ist und auch wo es ist, obwohl noch keiner da war. Also nicht so richtig weit weg auf den Maßstäben. Und das ist natürlich eine gewisse Verschiebung. Wir bestimmen jetzt vielleicht immer noch im Groben so die Zeiten von Ernten und Hochwassern mit astronomischen Methoden. Wir gucken auf den Kalender, der ist sehr astronomisch. Aber es stehen ja auch heute Verbindungen zwischen Quarks und Kosmos im Mittelpunkt der Forschung. Und da bin ich schon bei einem meiner, muss ich jetzt sagen, früheren Arbeitsgebiete, Astroteilchenphysik. Die Verbindung zwischen Quarks und Kosmos, das ist eine ganz spannende Sache. Und das hat eine starke astronomische Komponente. Und die muss auch noch gestärkt werden. Die meisten Leute in der Astroteilchenphysik haben einen Hintergrund aus der Teilchenphysik und finden Astronomie zwar spannend, haben aber eher weniger Detailkenntnis. Das müsste sich noch ändern und dann wird dieses Gebiet, glaube ich, noch viel spannender. Ja, Outreach und die verständliche Darstellung von Wissenschaft ist ganz wichtig. Gutes tun und drüber reden, das ist nichts Negatives. Ich sehe da zwei unmittelbare Aspekte. Das eine ist die Rechtfertigung für die Ausgaben, die Wissenschaft so verursacht. Jetzt vielleicht nicht so sehr in dem Sektor hier von Ihrem Verein, da verwenden Sie vermutlich eher weniger Steuergelder als vielmehr private. Aber mit einem modernen Teleskop, mit dem Sie kosmologische Fragestellungen untersuchen wollen, da haben Sie leicht mal Kosten von 1 Milliarde, egal welche Währung. Und dann muss man schon erklären, warum das zumindest spannend ist und auch irgendwann nützlich, vielleicht später nützlich, nicht unmittelbar. Immer diese Forschungen, die werden unser Leben in den nächsten wenigen Wochen dann nicht verbessern, aber wer weiß. Und Beispiele für sehr langfristige Vorlaufforschung gibt es genug, die brauche ich gar nicht aufzuzählen. Ja, was treiben wir im Grunde hier? Wir konvertieren Geld in Wissen. Industrie macht es umgekehrte. Wenn man beide geschickt zusammenbringt, dann wird daraus ein produktiver Kreislauf. Ja, und der zweite Aspekt von Outreach und Darstellung von Wissenschaft für die Öffentlichkeit, für alle, ist Faszination vermitteln und Talente anziehen. Talente anziehen ist eine Kernaufgaben vom KIT und seit 75 Tagen bin ich da im Amt des Bereichsleiters Physik und Mathematik. Das ist ein Bereich, der Astronomie gedanklich, glaube ich, sehr nahe ist. Talente anziehen, das wollen wir im KIT machen. Das gelingt uns auch in ganz gutem Umfang. Wir haben heute die neuen Zulassungszahlen gehört im Senat. Viele tausend Studienanfänger sind neu dazugekommen. Ja, und öffentliche Sternwarten, Veranstaltungen wie diese, Vereine, das ist eine wunderbare Möglichkeit, diese Faszination zu vermitteln. Nun, KIT hat keine eigene Astronomie. Die Astroteilchenphysik kommt dem vielleicht noch am nächsten. Wir haben da drei große Themen, an denen wir selber arbeiten, in einem internationalen Kontext: kosmische Strahlung, dunkle Materie, Neutrinos. Und tatsächlich werden Verbindungen zur Astronomie sehr häufig hergestellt. Witzigerweise insbesondere von den lieben Kolleginnen und Kollegen, die am CERN nach dem Higgs suchen. Die bemühen immer gern die Astronomie und die Kosmologie, um einen Bezug in die Öffentlichkeit herzustellen. Ist auch vielleicht etwas einfacher, es auf diesem Wege zu tun, als jetzt mit der Theorie des Higgs-Mechanismus gleich zu starten.
Ist aber auch gar nicht unberechtigt, denn die Verbindungen sind überall. Und deswegen ist es ja auch gerade so spannend. Die größten Spannungen sind vielleicht nicht in der Mitte der Kernfelder heutzutage, sondern an den Schnittstellen, weil wir immer besser erkennen, wie tief alles zusammenhängt. Ja, KIT könnte eines Tages vielleicht auch einen engeren Kontakt mit astronomischen Vereinigungen aufnehmen. Herr Rettmann, wir kennen uns vielleicht nicht so intensiv, aber gelegentlich schauen wir uns tief in die Augen. Ich bin sicher, er hat irgendeinen Hintergedanken dabei gehabt. Und vielleicht könnte tatsächlich KIT eines Tages einen engeren Kontakt aufnehmen. Und ich bin sicher, das war Absicht, oder? Gut, ich kann da jetzt noch kein Datum in Aussicht stellen, aber es ist, ist ja wirklich nicht ausgeschlossen. Ja, vielen Dank, Herr Rettmann, für die Gelegenheit, hier ein paar ganz kurze Worte zu sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche uns allen einen vergnüglichen Abend. Ich bin sicher, wir werden und ich besonders werden hier etwas Interessantes lernen. Dankeschön. So, ja, vielen Dank für das sehr anregende Grußwort. Ja, jetzt möchte ich Jürgen Reichert das Wort erteilen. Jürgen ist ja ein unserer Geschichtsexperte. Ich möchte nur daran erinnern, dass etwas auch für die, ich nehme an, das gibt schon in der Universitätsbibliothek in mehreren Exemplaren, nämlich die Übersetzung der rudolfinischen Tafeln von Johannes Kepler. Das hat er zusammen mit anderen in jahrelanger Arbeit dann bewältigt. Mit diesem Interesse auch für die Geschichte hat er sich eingearbeitet, auch in die Karlsruher Astronomiegeschichte. Darüber wird er jetzt reden. Danke. Ja, ich möchte zunächst mal auf das eingehen, was Herr Stober gesagt hat. Das habe ich mir schon gedacht, dass es hier zu Verwirrungen kommt, wenn man von Sternwarte redet. Und wir haben noch die ganze Zeit die Sternwarte oben und ich sage, sie hätte beinahe nur eine bekommen. War auch nicht ganz so dunkel. Und deshalb, es handelt sich hier wohl um zwei verschiedene Dinge, die beide mit dem Wort Sternwarte bezeichnet werden. Einmal meine ich unsere Sternwarte, das ist eine Volkssternwarte, wie man sagt, wo wir Amateure auf dem Häuschen, auf der Schule, dem Volk, den Leuten beibringen wollen, was uns bewegt an der Astronomie. Und wir sind keine Profis, keine Astronomen, sondern wir machen das als Hobby. Im Gegensatz eben zu den Sternwarten, wo professionelle Astronomen Forschung betreiben, richtige, moderne Forschung. Und um das handelt es sich, wovon ich hier vortragen will. Zumindest in der damaligen Zeit war das professionelle Forschung. Heute kommt uns das manchmal ein bisschen primitiv vor, aber alles hat seine Anfänge. Gut, und da ich ziemlich früh anfangen muss, muss ich sozusagen bei Adam und Eva anfangen. Und unser Adam, das war der Karl Theodor, Kurfürst der Pfalz, der seit 1742 in Mannheim regierte und sehr aufgeschlossen war der Wissenschaft gegenüber und den Künsten auch, hat Theateraufführungen dort gemacht. Und es kam zusammen, das passt zusammen, die Eva, das war der Christian Meyer. Ein Jesuit und Astronom, der 1752 zum Ordinarius für Mathematik und Astronomie in der Heidelberger Universität berufen wurde. Und da machte er häufig Spaziergänge nach Schwetzingen. Schwetzingen war die Sommerresidenz von Karl Theodor und sie haben zusammen beobachtet. Und hier bei den Zirkularbauten, da hatte man sogar ein kleines Häuschen aufgestellt und da wurde Astronomie betrieben. Der Karl Theodor war sehr interessiert und das Ganze gipfelte darin, dass also in Schwetzingen am 6. Juni 1761 auch der Venusdurchgang von beiden beobachtet wurde und es war schönes Wetter und das Ganze sieht dann etwa so aus, wenn es läuft. Na.
Stören sich nicht, das wackelt ein bisschen, weil das Fernrohr halt nicht hundertprozentig nachgeführt hat. Das ist natürlich der Venusdurchgang von 2004, den ein Kollege Rolf Kaiser aufgenommen hat auf seiner Sternwarte. Aber so ungefähr sieht das eben aus, wenn die Venus vor der Sonne vorbeigeht. Und es war schon damals ein wichtiges Ereignis, weil man aus diesen Beobachtungen, die von verschiedenen Orten der Erde gemacht werden, eben auf die Entfernung der Venus und der Sonne schließen kann. Und es war damals die beste Möglichkeit, praktisch die einzige Möglichkeit, die es gab. Und diese vielen Begegnungen von Adam und Eva, von Karl Theodor und Christian Meyer führten dazu, dass tatsächlich 1772 in Mannheim eine Sternwarte gebaut wurde. Damals war das üblich, einen Turm zu bauen. Das war in verschiedenen anderen Städten, in Hamburg, in Kopenhagen, überall standen solche Türme. Und damit man einfach über die Häuser weggucken konnte, Beleuchtung gab es damals praktisch noch nicht. Also stieg der Astronom nachts auf seinen Turm hoch und beobachtete. Und so sieht das eben in Mannheim aus. Hier ist die Jesuitenkirche, hier ist dieser Turm, der da errichtet wurde. Christian Meyer war ein sehr eifriger Beobachter und er entdeckte die Natur der Doppelsterne. Das heißt, wenn hier zwei Sterne eng aneinander stehen, sagt er, die stehen nicht zufällig irgendwie am Himmel zusammen, sondern das sind zwei Sonnen, die umeinander kreisen. Und das machte ihn berühmt, das hatte auch viele Gegner, manche haben das nicht akzeptiert, aber das war allgemein ein Durchbruch in der Geschichte. Und diese Sternwarte, die steht noch heute in Mannheim. Sie war zwischendrin mal nach dem Zweiten Weltkrieg durch Bomben etwas lädiert worden, ist aber dann wieder aufgebaut worden 1957 und erglänzt heute in neuem Glanze. Es gab auch berühmte Besucher auf dieser Sternwarte. Da hat sich nämlich am 16. November 1778 ein Herr Mozart, Maître de Chapelle, eingetragen. Und ich habe da mal nachgeguckt, wenn Sie jetzt in den Biografien von Mozart nachgucken, stellen Sie fest, da war der gar nicht in Mannheim. Das war natürlich zunächst mal ein Schlag, da habe ich jetzt mal überall nachgeguckt. Ich habe drei Biografien von Mozart, in keiner stand drin, wie der 1778 im November nach Mannheim gekommen ist. Aber gucken Sie mal in Wikipedia nach, da steht's. Da steht auch dieses Bild. Ich habe es nicht aus Wikipedia, sondern im Original. Aber da ist auch dieses Bild eingetragen. Er war tatsächlich auf der Rückreise von Paris, als seine Mutter gestorben war, nach Salzburg, ist er in Mannheim nochmal vorbeigekommen, hat da eine befreundete Familie Werner besucht und ist offenbar da auf die Sternwarte gekommen. Also das stimmt tatsächlich. Ja, 1783 ist Christian Meyer gestorben. Man hatte zunächst Schwierigkeiten, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Damals war ja der Jesuitenorden verboten worden. Das war ein langes Hin und Her. In manchen Ländern ist er verboten worden, dann wieder nicht. Dann ist das Verbot aufgehoben worden. Das ging immer hin und her. Die Jesuiten waren damals einfach eine Basis für gelehrte Leute. Nicht alle Gelehrten waren Jesuiten, aber alle Jesuiten waren gelehrte Leute. Ja? Und deshalb haben sich solche Leute wie Karl Theodor gesagt, wir holen einfach die Jesuiten, besetzt ihr die Sternwarte neu. Und dann kam leider, was der Nachfolger von Christian Meyer war, nichts Gescheites wieder an. Der eine wurde verjagt, weil er in die Komödie ging und nicht mehr die Messe las. Der andere machte die Mädchen zu glücklich. Alle blieben so zwei Jahre da, dann wurden sie verjagt. Der andere kam an, der vierte, und dann stellte man fest, ja, ist ja alles schön und gut, aber der hat keine Ahnung von Astronomie. Dann schickte man den auf Bildungsreisen nach London und Paris und als er wiederkam, holte er sich eine ansteckende Krankheit und ist gestorben. Dann hat man einen gefunden, der war auch nicht so, hat es auch nicht so glücklich gemacht, der wurde der Untreue bezichtigt. Es gab so Prozessen, auch beobachtungstechnisch war er nicht so wild. Die Sternwarte wurde durch französische Truppen beschossen und beschädigt. Alle Instrumente wurden eingepackt, in den Keller gebracht. Und 1806 hat sich dann natürlich politisch die Lage erheblich geändert, nämlich die Kurpfalz kam zu Baden, wurde auf einmal badisch. Da hat sich für die Sternwarte zunächst mal gar nicht viel geändert. Die Badener hatten da anderes zu tun mit der Einigung von diesem Flickenteppich, aus dem Baden entstanden war, sich um die Sternwarte zu kümmern.
Man hatte aber einen Direktor gefunden, einen Herrn Nicolai, der, astronomisch nicht hervorgetreten ist, aber die Sternwarte ordentlich weitergeführt hat. Und der ist dann 1846 gestorben und man hat sich überlegt, was man jetzt mit der Sternwarte macht. Dann kam aber die Revolution dazwischen und die Sternwarte lag mal zuerst völlig auf Eis. Man hat sich dann mit Astronomen unterhalten, mit Argelander aus Bonn, und der hat vorgeschlagen, schafft einen Sechszeller an, stellt den oben auf den Turm, macht eine kleine Drehkuppel drauf und setzt einen guten Beobachter dahin. Und das hat man auch gemacht. 1860 wurde ein neuer Sechszöller bestellt und das ist unser Sechszöller von unserem Fernrohr. Der geht also zurück hier auf 1860, auf dieses Objektiv. Das ist nicht mehr im Fernrohr drin. Wir haben inzwischen das durch ein neues ausgewechselt. Und zur Wiedereröffnung kamen auch Großherzog Friedrich I. mit seiner Gattin Luise und die Sternwarte war wieder in Betrieb. Und man hat auch das Glück gehabt, einen sehr fähigen Astronomen zu finden, nämlich Eduard Schönfeld, der soll sehr erfolgreich veränderliche Sterne und Nebel beobachtet hat. Er hat mit unserem Sechszöller zwei neue Spiralnebel entdeckt, die Aufnahme in den NGC, den New General Catalog, gefunden haben, von Dreier, der damals gerade aufgebaut wurde. Und leider konnte er auch nicht sehr lange bleiben. 1875 starb Argelander und Schönfeld nahm natürlich den Ruf nach Bonn an, dort Nachfolger zu werden. Und vor allen Dingen seine Hauptaufgabe, nämlich die Bonner Durchmusterung des südlichen Himmels weiterzuführen. Das hat er dann auch erfolgreich in Bonn weitergemacht. Nachfolger von Schönfeld wird Wilhelm Valentiner. Valentiner war Direktor ab 1875, aber er strebte nach Karlsruhe von vornherein. Erstens ist es natürlich für einen gestandenen Astronomen was Schönes, wenn er eine Professur an der Hochschule hat. In Mannheim gab es aber keine. Das konnte er nur in Karlsruhe bekommen. Und zweitens ist es wie heute, man geht halt näher an die Geldquellen ran. Das ist natürlich das ganz Wichtige. Da konnte man keine Anträge stellen, da musste man mal einen Großherzog einladen und dem schön die Sterne zeigen, dann macht er der wieder Geld locker. Also in Mannheim war damals Provinz und da wollte er raus, er wollte in die Hauptstadt. Aber es waren nicht die ersten Versuche. Tatsächlich waren nach dem Tode Nikolais die ersten Bestrebungen im Gange, die Sternwarte von Mannheim nach Karlsruhe zu holen. Und sehen Sie hier einen Brief von Oberbürgermeister Malsch, der mal Oberbürgermeister von 1848 bis 1870 in Karlsruhe war, an den Großherzog Friedrich vom 4. November 1853. Nun werden Sie sagen, das kann ich mal so schnell nicht lesen. Ja, das ist völlig richtig. Da muss man sich einlesen. Alle die Akten, die vor etwa 1896 sind, sind in Sütterlin-Schrift geschrieben. Und ich habe im Generallandesarchiv mir einige kopieren lassen, um zu Hause dann mühsam das Ganze in lateinische Schrift zu übersetzen und lese Ihnen jetzt mal den Brief aus einem lateinischen Text vor. Also durchlaufstigster Regent, gnädigster Fürst und Herr, untertänigste Bitte des Gemeinderates in Karlsruhe, die Erweiterung der Polytechnischen Schule betreffend. Das ist also bis hierhin. Schon seit dem Jahre 1846 hat höchst ehrwürdiger Regierung anerkannt und ausgesprochen, dass die Sternwarte in Mannheim untauglich ist. Es sind darüber manchfache Verhandlungen gepflogen worden, die so weit gingen, dass über ein in Karlsruhe zu errichtendes astronomisches Observatorium Risse und Kostenüberschläge dargelegt wurden, dass mit den ausgezeichnetsten Astronomen in England und Deutschland Verhandlungen über Berufung eines Lehrers der Astronomie stattfanden. Alles war demnach vorbereitet und der ganze Kostenansatz Gebäude und Instrumente betrug die geringe Summe von 30.000 Gulden. Was nicht ganz stimmt, dieser Antrag wurde nämlich von Herrn Eisenlohr, den kennen Sie von der Straße, und Herrn Hübsch, den kennen Sie auch, gemacht und der betrug 33.800, aber so ungefähr. Da kann man ja ruhig ein bisschen abrunden in solchen Sachen. Allein die unselige Revolution ließ den Bau und die Berufung zurückdrängen und so
gebärt das Land einer Zierde des Polytechnikum und das Polytechnikum die Krone des mathematischen Unterrichts, den Schlussstein der exakten Wissenschaften. Wie notwendig aber, dann kommt eine Partie, die jetzt nicht so wichtig ist, das ist übrigens der Oberbürgermeister Malsch und das ist wieder Friedrich. Das war nämlich, in Baden gab es noch kein Kataster. Und er schreibt hier noch, was ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen will, dass es sehr wichtig wäre, jemanden zu finden, der das Kataster überwacht. Und dann hört er auf mit etc., etc., etc. Also wie wichtig jedenfalls die Besetzung einer solchen Stelle wäre. Karlsruhe, den 4. November 1853, untertänigst und treu gehorsamst der Gemeinderat der großherzoglich-badischen Residenzstadt, gezeichnet Malsch. Und dann hat noch ein Herr Erhard unterzeichnet, über den mir nichts weiter bekannt ist. Ich könnte Ihnen auch einen Brief von einem anderen Herrn vorlesen, dessen Straße Sie kennen, nämlich von einem Herrn Glaubrecht. Der hat also auch einen Brief geschrieben an den Großherzog, an die großherzogliche Regierung. Der war an der Universität, der war Professor, war aber auch beim Großherzog in irgendeiner Stellung tätig. Der schreibt zum Schluss, der Astronom erhält hier einen Wirkungskreis, der nebst so manchen anderen wissenschaftlichen Untersuchungen über Elektrizität, Meteorologie, Zeitrechnung, Kalender etc. ihn beschäftigt, zu Forschungen führt, welche dem praktischen Leben viele Vorteile gewähren. Das sind ja immer die Argumente, die man der Grundlagenforschung gerne zuspricht. Ja, 1880 war es endlich soweit. Valentine erhält die Genehmigung, nach Karlsruhe umzuziehen, in ein Provisorium. Und dieses Provisorium, gucken Sie sich diesen Karlsruher Stadtplan an, den habe ich im Stadtarchiv gefunden, der muss so etwa um 1890 erschienen sein. Und da ist tatsächlich eine Karlsruher Sternwarte eingezeichnet. Nicht, Sie sehen hier das Naturkundemuseum, das gab es damals schon, genauso wie heute. Hier ist die Erbprinzenstraße, die Lammstraße, das war alles wie früher. Das Palais, das großherzogliche Palais, die Kriegsstraße und der Nymphengarten hier hinten. Und hier im Nymphengarten, da war die Sternwarte. Ein kleines Häuschen gebaut worden. Ich habe gedacht, das wäre bald abgerissen worden, aber ich habe vor ganz kurzem ein Bild aus der Badischen Volkszeitung, die es nicht mehr gibt, gefunden, was offenbar 1957 gemacht worden ist. Und da ist dieses Häuschen drauf, das scheint diese Sternwarte gewesen zu sein. Es stand also länger als erwartet, bis etwa in die 50er Jahre wohl. Erst als der Pavillon da hinten gebaut wurde, da ist dieses Häuschen abgerissen worden und es steht nicht mehr da. Nun, Valentina und der damalige großherzogliche Baurat Lang, die haben sich nun darum gekümmert, dass in Karlsruhe eine richtige Sternwarte gebaut wird. Das haben sie sehr professionell angefangen. Sie haben hier eine Reisekosten beantragt von 834 Mark. Und zwar, Herr Professor Valentina, ich schreibe mal gleich den richtigen Text oben drüber. Beabsichtigt mit Unterzeichnung während der Ferien die Sternwarten Leiden, Berlin, Leipzig und Straßburg zu besichtigen. Karlsruhe, 12. August 1880, Lang. Und was eigentlich ganz interessant ist, jetzt nichts mit unserem eigentlichen Thema zu tun hat, sind die Kosten. Die Fahrt damals Karlsruhe, Leiden, erster Klasse, kostete 58 Mark. Heute Auskunft Bundesbahn 230 Euro. Nicht lachen, das ist gar nicht so ohne. Berlin und so weiter, 211 Euro, 63, 237 Euro. Und die Diäten, der Tagessatz für einen Direktor immerhin und einen Baurat waren 18 Mark. Das muss man natürlich vergleichen mit dem Einkommen dieser Leute. Was der Baurat Lang verdiente, habe ich nicht rausgekriegt. Aber was der Valentiner verdiente, das ist in den Akten des Generallandesarchivs vorhanden. Ja? Und der Valentiner verdiente tatsächlich 5.000 Mark im Jahr.
Und das muss man jetzt mal vergleichen damit. Dazu kamen noch zu diesen 5000 Mark allerdings, es gab Wohngeld, es gab Heizungsgeld und er kriegte auch noch etwas für die Bibliothek, die er führte. Also sagen wir mal, er kam auf etwa 6000 Mark im Jahr oder etwa 500 Mark im Monat. Und dann vergleichen Sie mal die Preise jetzt. Da ist diese Reise hier 12%, so eine Fahrt von Berlin nach Karlsruhe, das wären 12% eines Monatsgehaltes damals gewesen. Heute verdient so ein Mann sicher 6.000 bis 7.000 Mark netto, Euro netto und da ist es doch ein wesentlich kleinerer Prozentsatz. Das heißt, die Bahn ist billiger geworden. Das wollte ich jetzt nur bei der Gelegenheit mal sagen, wenn wir immer über die Erhöhung der Preise sprechen. Aber die Bahn ist billiger geworden, das kann man ganz klar sagen. Nun gab es ganz konkrete Pläne für eine Sternwarte in Karlsruhe. Es wurde ein Kostenvoranschlag erstellt vom Baurat Lang, der heute auch noch im Generallandesarchiv zu sehen ist. Und hier ist die Endzusammenstellung. Die habe ich mir kopieren lassen. Und da kommt dann raus, Wohngebäude 112.000, Verbindungsgang 5.700, Beobachtungsräume 26.000. Großer Refraktor 113.000, kleiner Refraktor 60.000. Zusammen für Bauaufsicht, Blitzableiter und Verschiedenes 9.000, gibt zusammen 328.000 Mark. Und dann kommt noch die Summe der inneren Einrichtung, da ist alles ausgeführt bis zur Türklinke. Von 70.000 macht zusammen rund 400.000 Mark, wie hier ein Beamter drunter geschrieben hat. Das hat in der Regierung Kopfschütteln ausgelöst. Unmöglich, können wir nicht machen. Der Baurat Lang hat allerdings auch Baupläne gemacht von der zukünftigen Karlsruher Sternwarte, die allerdings verschollen sind, was schon aktenkundig ist, die sind damals schon verschollen. Die sind irgendwie auf dem Wege vom Baurat Lang zur Regierung sind die verschwunden. Er wurde dann aufgeführt, neue Pläne zu machen. Als aber die Sternwarte abgelehnt wurde, hat man gesagt, naja, verzichten wir drauf. Und deshalb wissen wir heute leider nicht, wie die Karlsruher Sternwarte ausgesehen hätte. Wir können nur eins machen. Wir können mal versuchen, das zu rekonstruieren. Das sind die vier Sternwarten, die sie sich auf ihrer Reise angesehen haben. Das war also Leiden, Berlin, Straßburg und Leipzig. Man sieht hier deutlich zwei Typen. Berlin und Straßburg sind ausgerichtet auf ein großes Instrument. Der große Refraktor, der in der Mitte steht, der alles beherrscht. Nebendran sind noch Bauten, Vierecksbauten für die Bibliothek und solche Sachen, für Beobachtung und für Berechnungen. Und Straßburg sieht heute noch ganz genauso aus. Die Berliner Sternwarte gibt es nicht mehr. Die ist 1915 abgerissen worden. Aber so wie sie damals war, da stand der Fraunhofer Refraktor drin, der heute im Deutschen Museum ist, mit dem der Planet Neptun entdeckt wurde. Der stand damals hier in Berlin. Und das war an der Stelle auch, wo er entdeckt wurde, der Neptun. Also das sind die Sternwarten, die ganz zentral aufgebaut sind auf ein großes Fernrohr in der Mitte. Die beiden anderen Sternwarten sehen deutlich anders aus. Das ist eine Flucht von Gebäuden. Auch Kuppeln natürlich, worin man die Fernrohre stehen hatte. Aber dazwischen auch, hier unten deutlich zu sehen, ein Meridianhaus, ein Meridiankreis, mit dem man Sternpositionen beobachtet. Der braucht nur einen Blick nach Süden. Da braucht man keine Kuppel. Da macht man einen Spalt auf, guckt nach Süden und beobachtet, wie die Sterne da durchziehen. Der ist also einfach aufzustellen. Und Valentina war nun ein solcher Positionsmesser, der brauchte also unbedingt ein Meridianhaus, das war völlig klar. Also nehme ich mal an, dass die eher so ausgesehen hätten wie Leiden oder Leipzig. Und ich stelle mir halt etwa vor, dass sie vielleicht so ausgesehen hätte, wie heute die Berliner Sternwarte, die Potsdamer Sternwarte genau genommen auf dem Telegrafenberg. Vielleicht eine größere Kuppel, der große Refraktor in der Mitte, der kleine Refraktor seitlich und dann hier vielleicht keine Kuppel, sondern ein Meridianhaus auf der anderen Seite. So wird man sich das in etwa vorstellen können. So hätte wohl die Karlsruher Sternwarte ausgesehen. Nun ja, der Valentiner stand natürlich jetzt ganz blöd da.
Er saß in einem Provisorium mit unmöglichen Zuständen. Und das heißt, Moment, wir sind noch nicht ganz so weit. Valentino versucht zunächst mal, die Sternwarte zu etablieren. Und hier kommt das erste Foto unseres Instrumentes, unseres Refraktors, den wir heute noch dastehen haben. Das ist ein Foto von 1885. Und zwar war da die alte Montierung dieses unseres Refraktors, dieses 6 Zoll Refraktors, von der haben wir leider kein bildliches Zeugnis. Wir wissen nicht, wie die ausgesehen hat. Sie muss aber nicht besonders gut gewesen sein. Und deshalb hat mit Unterstützung des Großherzogs, von dem auch der Auftrag geschrieben, unterschrieben wurde, bei der Firma Böcker und Fecker in Wetzlar eine neue Montierung bestellt. Und das ist diese Montierung, die wir heute noch oben auf der Sternwarte stehen haben. Und das ist eben das erste Bild. Und das sind wohl die Mitglieder der Firma Böcker und Fecker. Das könnte der Herr Böcker gewesen sein, dass der Herr Fecker. Der Herr Böcker ist nach Amerika ausgewandert. Der Herr Fecker ist dagegen zu Leitz gegangen und hat sozusagen diesen Auftrag mitgenommen. Dieses Foto stammt aus dem ersten astronomischen Katalog von Leitz. Und die Firma Leitz hat es mir auch zur Verfügung gestellt. Ich habe die angeschrieben und sie haben mir dieses Foto zur Verfügung gestellt. Das ist die Nummer 1 der astronomischen Instrumente der Firma Leitz. Und wie gesagt, mit dem, um den geht es heute Abend praktisch, um diese Montierung, die wir hier haben. Das ist das ganz Wichtige. Aber Valentina hat sich noch mehr bemüht. Es gibt in der Landesbibliothek 5 Ausgaben der Veröffentlichungen der Großherzoglichen Sternwarte Karlsruhe. Das Vorwort war immer 3 Seiten lang und er beklagt sich immer furchtbar darüber, wie die Zustände in seinem kleinen Häuschen da draußen sind. Immer, damals fuhr ja noch die Eisenbahn da vorne vorbei, wo heute das Theater ist, war der Bahnhof. Und jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifährt, rappelte das Fernrohr. Also es waren unmögliche Zustände, weil es auch nicht tief genug gegründet war. Es war ja ein Provisorium gedacht. Das war alles nichts. Nun hat er noch versucht, nachdem er gemerkt hat, dass er mit diesen Kosten nicht weiterkam, hat er sich an den Großherzog gewandt. Und der hat auch tatsächlich, der Großherzog wollte die Sternwarte haben. Er hat über den Herrn Sternberg, einen seiner, ich weiß nicht, wie man die nennt, seiner Hofräte, einen Brief an den Minister des großherzoglichen Kabinetts der Regierung geschickt. Hochwohlgeborener Herr Präsident, seine königliche Hoheit der Großherzog haben mich gnädigst beauftragt, ehrwürdig Hochgeborenen die unmittelbare Vorstellung des Herrn Professor Valentiner, Vorstand der Sternwarte, vom 28. des Monats, die Erbauung einer Sternwarte dahier betreffend, unter dem Anliegen zu überreichen, den darin gestellten Antrag, dass der Betrag zur Bestreitung des Aufwandes für die Errichtung einer neuen Sternwarte in das außerordentliche Budget aufgenommen würde, zu willfahren. Sternberg. Und die Antwort vom Ministerium kam prompt am 19. November 1881. Eine Aufnahme in den außerordentlichen Haushalt kommt nicht in Frage. Und ich finde das eine sehr erstaunliche Antwort, dass er Großherzog eine solche Abfuhr kriegt von seiner Regierung, von der gewählten Regierung. Das wäre vor 1848 sicher nicht möglich gewesen. Aber hier sieht man schon so die ersten Abwendungen vom Absolutismus dabei. Ich fand das eine äußerst interessante Bemerkung. Es wird dann noch ausführlicher gesagt, dass der außerordentliche Haushalt für die Notfälle und für solche Sachen da ist und dass sie damit nicht den Bau einer Sternwarte finanzieren sollen. Nun hat er versucht, die Kosten zu drücken. Er hat also gesagt, verzichten wir auf den großen Refraktor. Das sind schon mal 120.000 weniger. Und dann hat er, und den Meridiankreis wollte auch darauf verzichten. Er hatte ja einen aus Mannheim, der war nur ein etwas älteres Baujahr. Dann hat er sich an die Stadt Karlsruhe gewandt und den nächsten Oberbürgermeister, nämlich den Herrn Lauter, das ist der vom Lauterberg, den hat er angefragt. Und der Herr Lauter hat auch tatsächlich einen Zuschuss von 25.000 Mark in Aussicht gestellt, hat das aber später widerrufen.
Dann kam er auf die Idee, die Mannheimer Sternwarte zu verkaufen. Da meinte er, da könnte man noch 36.000 Mark für erzielen und das würde dann die Kosten noch weiter bringen. Damit hat er einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Mannheimer Sternwarte war damals schon ein Denkmal und vor allen Dingen war sie der Fixpunkt der Landesvermessung, die Christian Mayer begonnen hatte mit der Charta Palatina. Das war also auch nichts. Und dann kommt also tatsächlich 1888 der schwere Verlust oder der schwere Schlag für Valentina, nämlich die grundsätzliche Ablehnung eines Neubaus. Man beachte, das ist schon gedruckt, das ist nämlich der Bericht der, ja, der Budgetkommission, würde man sagen heute. Und da steht also drin, Rate 60.000 Mark wird der Antrag gestellt, die Anforderung abzulehnen. Die Kommission verkennt nicht die in der Begründung der großherzoglichen Regierung zur Vorlage in der Kommissionsberatung noch weiter ausgeführte hohe Bedeutung auch dieses Zweiges der Naturwissenschaften. Auch sind die Mängel des hier bestehenden Instituts, wie eine oberflächliche Besichtigung des für die Zwecke der Sternwarte benutzten Raumes dartut, in die Augen springend. Sie kann aber nicht die Verpflichtung anerkennen, dass in einem Lande von der Größe Badens jeder Zweig der Wissenschaft in einem der Erfordernissen des heutigen Standes der Wissenschaft entsprechenden Zustand hergestellt und dotiert werde. Die historisch überkommene Verpflichtung des Landes, seine drei Hochschulen auf dem hohen Stand zu erhalten, in dem sie sich befinden, legen dem Lande finanzielle Opfer auf, die vielen, die diesen Kulturaufgaben des Landes die größte Bedeutung zumessen, schon jetzt als die Kräfte des Landes übersteigende erscheinen. Und auf das Nächste will ich jetzt nicht näher eingehen. Da schreiben sie, dass sie in Freiburg so und so viel ausgeben müssen und in Heidelberg so und so viel. Das wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber den Schlusssatz denn noch. Es ist nach der Auffassung der Kommission der Volksvertretung auch nicht, auch mit dem besten Willen und bei der vollen Anerkennung der hohen Bedeutung aller der Wissenschaft gewidmeten Institute nicht möglich, für unser Land die Notwendigkeit der Errichtung einer neuen Sternwarte anzuerkennen und konnte daher die Kommission nicht dazu gelangen, die Anforderungen unter § 7 zu bewilligen. Wie gesagt, das war ein schwerer Schlag. Valentina saß in seiner Holzhütte da draußen und hatte keine Aussicht, eine Sternwarte zu kriegen. Ja. Und das ging aber noch nicht allzu lange, Gott sei Dank. Die Rettung für Valentina kam aus Heidelberg. Die musste mal wieder von außen kommen. Valentina selbst war offenbar am Ende mit seinem Latein. Aber da kam in Heidelberg ein neuer Astronom aus, Max Wolf nämlich. Max Wolf ging von einer ganz anderen Seite an die Astronomie heran. Er war Astrophysiker. Er machte die Physik, physikalische Methoden wendete er an, Sternzählungen, um festzustellen, in welchen Entfernungen Dunkelwolken waren. Das kam alles auf seine Idee heraus. Und er wendete die Fotografie an, zum ersten Mal, damals um diese Zeit. Er hat damit kleine Planeten entdeckt und war berühmt geworden, sodass er tatsächlich schon in relativ jungen Jahren nach USA eingeladen wurde und dort eine Vortragsreise unterhielt und er kam zurück mit einer Spende von $10.000. Und $10.000 war damals viel. Der Dollar stand damals etwa 4:1, etwa wie nach dem Krieg. Da war ja auch die Mark lange Zeit bei 4,20 Mark den Dollar. Und so etwa war damals der Dollar auch. Also es waren 40.000 Mark. Und da konnte man natürlich hier in Baden schlecht sagen, nee, das machen wir nicht. Ja, und eine solche Spende abweisen. Und dann ging lange Zeit die Sache hin und her, wo bauen wir die Sternwarte hin? Auch da hat sich Max Wolf durchgesetzt, gesagt, nicht in die Stadt, das ist heute schon Quatsch. Der hat eingesehen, wir müssen rauf auf den Berg, wo wir wenig Störungen haben und hat dann den Königsstuhl halt durchgesetzt. Und dann wurde tatsächlich 1895 die Sternwarte auf dem Königsstuhl gegründet. Und dort, die sah also etwa so aus oder sieht heute noch fast genauso aus. Und es gab eine astrophysikalische Abteilung für Max Wolf, die war mehr hier links. Und die zwei Kuppeln gehörten auch dazu. Und eine astrometrische Abteilung für Valentina, das war die da hinten.
Und da war natürlich das Meridianhäuschen zu sehen, dann ein Kuppelbau für einen Refraktor. Das war nicht unser Refraktor. Der Valentiner hat immerhin eine Spende gekriegt von einem 12-Zoll-Refraktor von einem Herrn Kann aus Karlsruhe, der mir auch nicht näher bekannt ist. Der hat das gespendet, 12 Zoll, das ist also etwa doppelt so groß wie unser Fernrohr, etwa 30 Zentimeter. Die Optik ist leider verschwunden. In der Kuppel ist heute ein anderes Fernrohr drin und ich war dort und habe gesagt, wo ist denn die Optik? Das wissen wir nicht. Also sowas passiert auch in heutigen Sternwarten, dass tatsächlich solche Objektive verschwinden. Es ist nicht zu glauben, aber es ist so. Ja, und unser Refraktor, ach so, der stand, Moment, der stand in dieser Kuppel hier drin. Da stand unser Refraktor, und zwar von 1896 etwa, als er umgezogen ist, bis, da sah es so aus, das ist ein Foto von etwa aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, und dann kam er 1959 nach Karlsruhe und da steht er jetzt auf dem Max-Planck-Gymnasium hier drin in der Kuppel. Das war also, die Aufnahme ist etwa von 1980. Da hat sich, wie man sieht, nicht mehr viel getan. Und ja, wir wollen eben jetzt dazu, dass dieser Refraktor auf dem alten Stand gehalten wird. Damit ist aber die Geschichte einer Karlsruher Sternwarte, wir hatten es ja am Anfang dabei, was ist eine Sternwarte und was für Aufgaben erfüllt sie, leider oder Gott sei Dank noch nicht ganz beendet. Es gibt noch einen Nachtrag. Die Internationale Astronomische Union in Harvard, die unterhält nämlich eine Liste der Observatorien. Und zwar mit den geozentrischen Koordinaten. Die braucht man, wenn man jetzt eine Beobachtung macht, hier etwa einen Planeten beobachtet und man beobachtet in Washington auch diesen Planeten, dann ist da eine Parallaxe zwischendrin. Und deshalb müssen solche Beobachtungen reduziert werden. Das macht man, indem man sie umrechnet, als ob sie vom Mittelpunkt der Erde aus gemacht worden wären. Dann fällt die Parallaxe weg und man kann die Beobachtungen wirklich vergleichen. Und hier sind die Koordinaten, die geozentrischen Koordinaten, die man dazu braucht, von allen Observatorien, die mal irgendwann Positionen von kleinen oder großen Planeten an die IAU eingesandt haben, drin. Und da ist die Karlsruher Sternwarte unter Nummer 21 vertreten, vor Stuttgart. Stuttgart kommt nämlich hier uns erst unter 25. Ja? Und vor manchen anderen berühmten Sternwarten ist sie also hier vertreten. Nun habe ich mir mal hier die Liste rausgenommen, die Koordinaten, und habe zurückgerechnet, ja, wo ist das denn eigentlich, die Karlsruher Sternwarte? Und sieh da, die Sternwarte Nummer 21 ist in der Erzberger Straße 111. Das ist nämlich diese Beobachtungshütte auf dem ehemaligen Flughafengebäude. Da war ja mal der Flughafen und da war die Wetterwarte hier oben drauf. Und da war seit den 20er Jahren unser Ehrenmitglied und Gründungsmitglied der Astronomischen Vereinigung, Dr. Wolfgang Malsch. Er war Astronom in Heidelberg unter Max Wolf und ist dann nach Karlsruhe gekommen, um die Wetterwarte zu leiten. Und die ist dann natürlich nach dem Krieg geschlossen worden, als die Amis dann den Flughafen belegten. Und da hat er aber privat weitergemacht, hat auf dieser Sternwarte kleine Planeten fotografisch beobachtet und hat seine Ergebnisse nach drüben geschickt. Und dafür hat er diese Nummerierung der Karlsruher Sternwarte bekommen. Das muss man also berücksichtigen. Offiziell ist die Karlsruher Sternwarte in der Erzberger Straße 111. Ja, damit bin ich am Ende angelangt des geschichtlichen Teiles. Jetzt wird uns Herr Rettmann noch vorführen, was wir nun eigentlich an unserer Sternwarte, auszusetzen haben.
Ja, vielen Dank erstmal, Jürgen, für den sehr interessanten und anregenden Rückblick, historischen Rückblick. Ja, ich versetze mich jetzt in, übrigens, das heißt noch vergessen zu erwähnen, dass Wolfgang Malsch, der Sohn, oder? Ach ja, der Wolfgang Malsch ist der Enkel. Der Enkel des Oberbürgermeisters von damals. Ja. Also ich habe mit seinem Sohn gesprochen und er hat mir das versichert, dass es der Fall ist. Es ist nicht keine zufällige Namensübereinstimmung. Und wenn Sie die Bilder genau angucken, das ist ein Gesicht. Der Oberbürgermeister von damals und unser Wolfgang Malsch. Das ist so ein kantiges Gesicht. Das fällt direkt auf. Die sind verwandt. Ja, also wie gesagt, jetzt versetze ich mich mal in die Situation eines Valentiners. Mit seinem, der sitzt da irgendwo draußen in Rüppur in seiner Kuppel und er grämt sich, denn wenn man sich die Kuppel anschaut, dann sieht man, das rostet schon an allen Stellen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen hier. Sie sehen hier nochmal die Säule von dem historischen Teil. Hier unten kriegen wir schon Wasserflecken. Es fällt auch schon Teile der inneren Isolation ab. Die, uns ist schon mal passiert, als wir Beobachtungen gemacht haben, die den Spalt aufgemacht haben, dass, ich habe mal gesagt, Vorsicht, Besucher waren dann erschrocken und habe dann gesagt, da passiert nichts und prompt ist dann eine Styroporplatte von oben runtergefallen, Gott sei Dank, nur Styropor, aber man sieht, dass es die doch nun eben nach über 50 Jahren in Rüppur dort langsam eben einer Renovierung bedarf. Hier sehen wir, dass sich die Farbe natürlich löst, Rostflecken. Diese Flecken kommen auch von Wasser, das von oben von der Kuppel tropft. Also auch das, hier wird es nun auch langsam kritisch an diesen Stellen oder auch an anderen Stellen, hier wölbt sich das auch oben, hier war ein bisschen schnell. Also es rostet, die klimatische Situation in dem Gebäude oder in diesem Teil ist problematisch. Dann wälzt sich also jede weitere Informationstafeln. Und die Möglichkeiten, wenn Besucher kommen, ihnen etwas zu zeigen, also durch medial, also an Rechnern oder an anderen moderneren Geräten etwas zu erklären, die sind natürlich sehr dürftig. Also wenn ich mich jetzt als Valentiner fühlen würde, würde ich jetzt eigentlich denken, jetzt muss ich an die Regierung schreiben. Nun, die Regierung haben wir ja teilweise auch hier. aber wir hoffen natürlich, dass die Regierung nicht ganz so negativ antwortet, wie damals der Großherzog und heute, dass vielleicht die Idee, dass man eben auch der Öffentlichkeit doch auch vielleicht etwas besser präsentieren ist, dass es auch doch dort in der Regierung ankommt. Und zum anderen natürlich, dass wir auch vielleicht die Unterstützung von anderen, auch von Spendern vielleicht bekommen, wie damals schon Max Wolf das ja erreicht hat, dass also das auf eine breitere Basis gelegt werden kann, um zumindest diese Sternwarte in Rüppur zu erhalten, möglichst eben auch noch zu verbessern. Das absolute Minimum, was wir wirklich ein richtiges Problem momentan haben, ist der Antrieb, hier gibt es ein mechanisches Teil, was nun wirklich sich nicht mehr bewegen lässt. An der Stelle sind wir also wirklich am Ende. Also wir können noch provisorisch den Gestirnen nachführen, aber nicht mehr genau einstellen. Sodass also der Erhalt der Beobachtungsmöglichkeit, Abdichten der Kuppel ist ein absolutes Minimum. Generell die Überholung der Mechanik, um die Verhinderung um weitere Schäden zu verhindern und auch das Gerät als technisches Denkmal zu erhalten, das wäre schon die zweite Stufe, denn allein schon der Reparatur des Antriebs wurde uns bei Kostenvoranschlägen auf über 20.000 Euro geschätzt.
Die generelle Überholung der Mechanik ist eine Größenordnung von 100.000 Euro. Und die Renovierung des gesamten Sternwartentraktes, das wäre natürlich was ganz Schönes, um wirklich attraktiv den Karlsruhern auch erzählen zu können, was sie versäumt haben, als damals die Sternwarte nicht genehmigt haben. Das ist natürlich eine andere Kategorie. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Schwung jetzt aus dieser und anderen Veranstaltungen, um auch vielleicht mit der Hilfe des KIT zumindest ideell, ich weiß, wie die Finanzen ja sind, auch ideell, doch diesen, an dieser Stelle eine Sternwarte zu etablieren. Und das kommt ja nicht nur der Öffentlichkeit als Ganze zugute, sondern natürlich auch der Schule. Denn wir wissen eigentlich, wie interessiert die Schüler sind. Wir haben das erlebt jetzt gerade bei der Sonnenfinsternis, wie begeistert die Schüler oben waren, wie sie auch die eine oder andere Lateinarbeit, glaube ich, es dann doch eher links liegen gelassen haben. Das gab dann sogar Ärger noch. Also damit kann man auch wirklich Schüler begeistern mit Astronomie. Und wir hoffen, dass wir das in Kombination auch für die gesamte Karlsruher Bevölkerung oben besser etablieren können. Wir müssen dazu etwas tun, hoffen, dass wir da einen Schwung dazu bekommen. Ja, und damit es diesen Schwung auch, damit Sie diesen Schwung auch gleich so ein bisschen innerlich auch mitbekommen, laden wir Sie gern ein zum Glas Sekt draußen. Bisschen Kekse, dass wir vielleicht auch beim Gespräch noch ein bisschen darüber reden können. Da können Sie auch noch Fragen an Jürgen Reichert stellen, wie das nun genau war. Vielleicht auch mit damals in Mannheim oder auch hier draußen, als die Sternwarte noch in der Hütte war. Die Gelegenheit draußen nutzen. Natürlich ich auch noch meinen beiden Gästen, wie sie ein bisschen bestechen. Das mit der Vorleistung ging, das war eher bei der FIFA, Thomas. Okay, nichtsdestotrotz. Herzliches Dankeschön für die beiden sehr ansprechenden Grußworte auch. Natürlich nochmal an Jürgen auch für den Überblick über die Möglichkeiten, die Karlsruhe astronomisch gehabt hätte. Ja, und dann, wie gesagt, möchte ich Sie einladen, draußen noch ein bisschen zu verweilen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.